So. Hallo alle miteinander. Ich warte mal eine Minute, dass vielleicht noch ein paar Menschen eintrudeln. So. Ja, schön willkommen, schönen guten Nachmittag zu unserer ersten Ausgabe der Webinarreihe zum Thema Klimadesinformation. Heute mit Jenny King und Alexandra Giese. Mein Name ist Katharina Klappek. Und gleich vorweg eine kleine Sache. Wir werden hier aufgenommen. Es wird im Anschluss auf YouTube eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung geben. Im Anschluss wird es an die Vorträge wird es eine kurze Frage-Antwort-Session geben. Und da können Sie Ihre Fragen stellen. Wenn Sie das anonym tun möchten, können Sie das gerne im Chat tun. Falls Sie auch namentlich beziehungsweise mit Kamera und persönlich Ihre Frage stellen möchten, bitten wir Sie hinter Ihrer schriftlichen Frage in der Q&A-Session doch gerne ein kleines Sternchen zu setzen. Wie gesagt, mein Name ist Katharina Klappek. Ich darf heute diese Veranstaltung moderieren. Meine Pronomen sind they, them und vielleicht eine kleine optische Einordnung meinerseits für seheingeschränkte Menschen oder blinde Menschen. Ich bin eine weiße Person. Ich habe mittellange braune Haare. Ich bin nicht binär und stark geschminkt mit Lippenstift und Lidstrich. Ich bin die Referentin für feministische Digitalpolitik an der Heinrich-Böll-Stiftung und zusammen mit meinen KollegInnen Zora Siebert und Veran Meyer durfte ich diese wundervolle Veranstaltung planen. Im weiteren Verlauf werden wir auch Übersetzungen und Untertitel haben. Für die Übersetzung ins Englische klicken Sie bitte den Welt- oder Globus-Button for the translation into English. Please select the symbol of the globe and select translation into English. Außerdem haben wir auch für taube und höreingeschränkte Menschen eine Transkription. Diese sehen Sie zumeist über meinem Kopf, wo steht, wer kann diese Transkription sehen. Dort können Sie anklicken und wählen. Genau. Und deswegen, nach diesen kleinen technischen Beiträgen, wollen wir eigentlich auch gleich starten, beziehungsweise möchte ich Ihnen zuerst den Ablauf dieses wundervollen Webinars näher bringen. Ich werde zuerst unsere beiden SpeakerInnen vorstellen, Jenny King und Alexandra Giese. Dann werden wir jeweils einen kleinen Impulsvortrag sowohl von Jenny King als auch von Alexandra Giese hören. Und im Anschluss sind Sie herzlich eingeladen und wir freuen uns auf Ihre Fragen und hoffen und möchten gerne pünktlich anfangen und pünktlich enden. Sie können uns im Nachgang aber gerne auch nochmal unter der angegebenen E-Mail-Adresse, nämlich meine, in dieser Veranstaltung erreichen für etwaige Fragen und anderes. Und ohne lange Umschweife komme ich jetzt auch direkt zur ersten Speakerin. A warm welcoming to Jenny King. Jenny King leitet am Institute for Strategic Dialogue den Bereich Klima Research und Policy. Sie hat unter anderem an dem Papier mitgearbeitet, Climate Lockdown and the Cultural Wars, How COVID-19 Sparked a New Narrative Against Climate Action. Außerdem hat sie die Climate Action Against Disinformation Gruppe am ISD, also am Institute for Strategic Dialogue, gegründet. Sie ist unter anderem auch Autorin und hat beispielsweise für die BBC, den Guardian, die New York Times und die Washington Post geschrieben. Und ich freue mich, an dieser Stelle abzugeben. Jenny, the stage is yours. Thank you very much for having me today. I'm just going Ja, to, vielen I think Dank, I'm on the right interpretation dass track. ich heute hier I'm going to sein spend the darf. next 10 to 15 minutes or Ich werde in den so nächsten taking 10 you bis through 15 how the Minuten threat darüber around sprechen. climate change has shifted
terms of the information beim that is Klimawandel circulating in the geändert public haben hinsichtlich sphere der and how that means Desinformation people im understand öffentlichen and can Bereich navigate und this really wie die complicated Menschen da topic. And above navigieren in all, diesem what that means komplexen about the Thema potential und of vor allem, was das pursuing the bedeutet kinds of für das necessary, Potenzial ambitious climate für die agendas that are Verfolgung needed der to meet the goals of the Paris ehrgeizigen Agreement. Klimaagenda, Obviously, die this is at the erforderlich ist, forefront of um die everybody's Ziele zu mind erreichen. because Natürlich ist the das für alle COP28 ein wichtiges summit is going Thema, to denn start der next week in the UAE, COP28-Gipfel and so beginnt this is an nächste Woche in absolutely den Vereinigten critical Arabischen time Emiraten. for Das ist also climate eine policy, wesentliche but Zeit it's also a für time die where Klimapolitik. conversations around Es ist auch climate eine change Zeit, are in der really at the Gespräche um den forefront of public Klimawandel life. wirklich You're going to im see öffentlichen Leben fest verankert exponentially sind. more Sie media werden reporting, public exponentiell mehr debates Medienberichte, and general öffentliche Debatten engagement with the und conversation allgemeine around Auseinandersetzungen mit dem mitigation and Gespräch adaptation um die than you Dämpfung would von at any other time of year. Klimaauswirkungen sehen, And this als man means zu that it's a anderen Jahreszeiten particularly sehen würde oder zu anderen important Zeiten im time Jahr sehen würde. to Da heißt es understand what eine some of so the wichtige vulnerabilities Zeit, are that um zu exist verstehen, in both the welche digital space Verlässlichkeiten es and ergibt im offline. digitalen Raum, aber auch So, where offline. I'd like to start is thinking about mis- and disinformation in Ich würde terms gerne of a über die marketplace of ideas Desinformation and coming als back to that Idee old economic sprechen theory und around zurückkommen supply auf and die demand. And I wirtschaftliche think quite Theorie der often we only Nachfrage und des focus on the Angebots. supply Oft side. fokussieren So, wir uns who are nur the bad auf das actors that are Angebot. spreading Wer sind also die falsehoods schlechten or, you know, trying Akteure, to die mislead the hier public around some of these key Falschheiten public verbreiten policy oder areas? die But it's also Öffentlichkeit hier absolutely essential to irreführen think möchten? Doch about the es ist auch demand side wesentlich, of über die misinformation, which Nachfrage means der why Desinformation is it that this kind of nachzudenken. content has such disproportionate impact on public Warum life wirft and sich why it feels dieser like it's taking up so Inhalt much more so oxygen in the public space überproportional than it auf did die 5 years Öffentlichkeit ago or aus even, und you so know, viel 3 years mehr als ago? vor 5 oder als And vor 3 Jahren? part of the reason why that is the Ein case is Teil because we are des living in a Grundes moment of ist, weil intersecting wir crises. in And this einer creates the Zeit perfect mehrerer soil for multipler Krisen misinformation leben und both to das schafft die spread throughout perfekte information Grundlage für die environments and Verbreitung also for von it to Desinformation in emotionally diesem resonate with Umfeld und people and for them to außerdem führt actually es go out and emotionalen seek Widerhall the bei den kinds of Menschen. information Die that Menschen möchten eine confirm Art von all of their Information biases, finden im Internet preconceptions oder and anderswo, assumptions about die the die world rather than Voreingenommenheit seeking kind of bestätigen. Sie fact-based suchen also content nicht that nach might be counter to the kind of belief system that they Artikeln oder have about how Inhalten, society die ihren works. So eigenen COVID-19 was Glaubenssystemen of course widersprechen a würden. kind of turbocharging moment Covid-19 war where quasi ein all sorts of new Katalysator für communities diese formed in the online Tendenz. Viele space neuen, and people were viele neue desperately seeking Gemeinschaften wurden information im about a rapidly Online-Bereich evolving situation. aufrecht But oder what's happened etabliert in the und viele aftermath of the suchten nach pandemic is that a Informationen. lot Doch of those was passierte communities nach have der now been Pandemie? Viele weaponized dieser or actively Gemeinschaften exploited by wurden bad jetzt actors aktiv who have seen this ausgebeutet durch diverse schlechte Akteure. audience that Diese is, you know, very concerned diverse, about dieses diverse Publikum about the state of the als world and that they've managed to Potenzial pivot gesehen haben. people Sie haben es away from geschafft, thinking about die public Menschen health wegzuschwenken into some of these bzw. zu other entfernen vom controversial Nachdenken public über die policy areas öffentliche of which Gesundheit und climate hinzulenken is zu at the forefront. kontroverselleren In Themen, the zum aftermath of the Beispiel pandemic, zum we also Klima. have a number of these Nach der really Pandemie haben pronounced wir auch economic and einige social and political shocks wirtschaftliche, happening soziale across und Europe and around politische the world, Schockwellen in including Europa und auf der spiraling Welt cost of gesehen, living zum and the Beispiel fact that die many countries are steigenden sort of teetering on the Lebenserhaltungskosten edge of und a die potential Tatsache, dass economic einige recession. Länder Then kurz we had vor Russia's der full-scale Rezession invasion of stehen, dann Ukraine natürlich and die what that's done in terms of Invasion sending Russlands in der shocks through the Ukraine energy und welche supply chain at Schockwellen das international geschickt hat in level der and also in Energielieferkette, shifting a in lot of the Lieferkette auf geopolitical alliances internationaler that Ebene und existed dann in Europe natürlich and die beyond. Verschiebung And then we politischer have, Allianzen in sitting Europa underneath und all of darüber this, hinaus some of und these darunter generational challenges brodelt that die fundamentally change generationelle the way that people view the Herausforderung, die world, the way that natürlich they die see Art und Weise, governments wie Menschen die and Welt the sehen, interaction Regierungen between sehen und institutions and people, Interaktionen zwischen including Institutionen the und Menschen erosion of trust fundamental in beeinflussen. Zum politics, in the Beispiel wird media hier and in Vertrauen science, systematisch abgebaut, and Vertrauen the in die massive Medien, die and Politik und die growing gap that Wissenschaft. Und exists außerdem between the haves and the wird die have-nots in Lücke most zwischen societies around the jenen, world. die So, you know, mehr the haben in der emergence Gesellschaft of und jenen, a die weniger very haben, immer obvious billionaire größer. Das heißt, class wir haben that hier is zum seen as einen kind of die sitting separate to the Milliardäre, die 99% hier that are not also ganz experiencing the separat leben benefits von of den 99 so-called Prozent, die growth die and Vorteile progress dieses in a number of ways Wachstums und des and who Fortschrittes feel that nicht really fühlen acutely können. in their day-to-day Und lives. das spüren sie Of auch course, ganz since akut I, in you know, ihrem originally made täglichen this Leben. slide, we also have a new emerging conflict in the Seit ich Middle diese East Folie erstellt habe, and gibt es the, you einen know, neuen enormous Konflikt im Nahen impact that that's Osten having on und global wir sehen die conversations. enormen So Auswirkungen all of dessen these auf factors die together globale create, as I said, in Realität some und ways all the diese perfect Faktoren in Summe conditions for führen zu dem people not perfekten only to be Nährboden vulnerable to dafür, dass Menschen misinformation, nicht but nur almost for them to vulnerable sind, seek wenn es um content that Desinformation geht. is Sie driven suchen by some beinahe of these ideological Inhalte, divides die
because it Kriege is a sind durch moment diese of, ideologische acute Spaltung. Das ist polarization, im of Moment die fear, akuten of Polarisierung grievance, der and Angst, where people are der Trauer, dass experiencing real dies wirklich instability populär in wird. their Dann, own wenn die everyday Menschen lives, wirklich that impacts the Instabilität way im that they eigenen choose to Leben consume fühlen, information. dann So I think that's beeinflusst a good das die Art starting und point Weise, for in what diese it's affected Information and why konsumieren. Das we're ist at ein such a Ausgangspunkt uniquely für problematic diese moment. Problematik Then und we come warum to the wir question an of so einem supply. einzigartigen And Punkt stehen, obviously, the jetzt supply zum is, Angebot. arguably a bigger problem than demand, which is that people Und might want natürlich clickbaity style gibt es conversations, or hier they might be reißerische seduced by Titel in den most Nachrichten. Menschen werden polarizing verlockt and durch incendiary ways of framing polarisierende issues. If there aren't people producing that Schlagzeilen zum content, then Beispiel, you don't have aber an ecosystem for mis and disinformation. das ist das So, who are Ökosystem the für die actors that are currently Desinformation. Wer operating sind in this aber die space, and Akteure, what die do they derzeit stand to in diesem Raum gain by tätig spreading sind? this kind of content? Und was gewinnen Or when sie people talk daraus, about diese Art climate von ihren change, I think Inhalten that zu they are verbreiten? Wenn wir über still den have quite a Klimawandel narrow sprechen, conception that is dann only gibt es hier thinking eine about recht enge industry actors. Auffassung. Man So, denkt nur big über oil and gas industrielle Akteure, companies also or the große big auto Kohle- und industry or the Gasindustrien oder die große agricultural lobby and Wasserindustrie, the fact die that they are Landwirtschaftslobby. investing Und die billions of Tatsache, dollars on dass an annual diese basis to Industrien do forms of Milliarden von public Dollar influence campaigning around the globe, investieren, um hier both through öffentlich traditional Kampagnen zu führen auf advertising der and ganzen PR, Welt but durch also traditionelle using Werbung now und PR, the aber auch durch den opportunities of Einsatz social der media to try and Möglichkeiten engage von new sozialen audiences Medien, and new um demographics neue, and provide a neue continued Kanäle social zu license erschließen und for so the eine use of fossil soziale fuels. Lizenz So, for zu schaffen example, für die you have Verwendung seen von oil and gas Fossilbrennstoffen. companies Sie sehen engaging also with Öle- und Gasfirmen, die sich auseinandersetzen celebrity chefs mit on TikTok ja, or Köchen beauty auf bloggers on TikTok oder Instagram or Beauty-Bloggern even auf gamers on Instagram oder platforms like sogar mit Discord and Gamern auf Twitch to Plattformen wie subtly Discord und Twitch. promote the use Und of hier gas werben stoves, sie the ganz use of diesel unterschwellig petrol in die Verwendung cars, von Dieselautos other an forms of oder greenwashing. Gasherden oder And that part of that andere is about Sorten und trying to Arten von communicate with a Greenwashing younger werden and beworben. supposedly more Und der progressive Ziel ist hier mit audience who may jüngeren well be very supportive of climate Generationen sich action and to try and auseinanderzusetzen, die im convince them that they Grunde are, good eigentlich faith actors in this space and that they are champions of Klimamaßnahmen climate befürworten würden. action. Und man möchte sie aber davon So, überzeugen, this group, dass this sie industry in lobby, they ihrem are very vested in Tun maintaining the carbon gerechtfertigt sind. Das economy heißt, sie and sind they are sehr quite daran interessiert, die disciplined in the Kohlewirtschaft, die tactical Carbon and the messaging Economy playbook that they use. aufrechtzuerhalten. They Und have been sie verwenden honing hier those sehr playbooks klare since the Nachrichten. Diese 1970s. And as Spielregeln I said, verfolgen sie they have bereits seit very den deep pockets at their 1970ern. Und disposal sie haben to fund sehr this kind of viel Geld, activity at um a global diese Art level. der But Aktivität they are by global no means zu the only game in finanzieren. town. Doch sie And I sind think we nicht die miss einzigen some of the bigger Akteure. picture at the moment Wir if we only think vergessen about oft das Shell or größere Total or Ganze, wenn Saudi wir nur über Aramco Shell as the oder bad actors in this Saudi-Arabien space. nachdenken Now, als I die believe that schlechten many of the Akteure in people diesem on the Bereich. call Ich today denke, dass viele are der based in Menschen, die Germany, heute and hier sind, hostile in state Deutschland interference is leben und incredibly relevant to the die, German information das ist environment at the eben auch moment. in der In deutschen particular, Umgebung ganz information besonders warfare that is wichtig. being Hier led geht by es vor allem um pro-Kremlin den propaganda Informationskrieg networks. durch We are about to Propagandanetzwerke, die bring out pro-Kremlin a sind. report in Es advance of gibt in COP next Kürze week, and einen one of our core Bericht vor findings is the way COP28 that und Russian state media, da hat man Russian festgestellt, dass diplomats and their russische wider Medien, universe russische of Diplomaten und amplifiers das and Netzwerk promoters, dieser the way that und they die use Befürworter certain dieser, issues to dass try die and gewisse drive Themen division verwenden, um die Spaltung in certain weiter societies. And voranzutreiben in gewissen Germany is at the Gesellschaften. Und forefront of that Deutschland steht battleground. da So ganz it's not oben. just about trying to Es geht maintain nicht reliance nur on Russian oil darum, and gas, die but it's also Abhängigkeit about the von way that russischem Öl climate und can be Gas used aufrechtzuerhalten. Es to geht auch drive a darum, wedge wie das between Klima citizens and verwendet elected werden kann, um officials einen Keil and to try and zwischen create Bürgern the und impression that net PolitikerInnen zu zero is an schaffen elitist und agenda, dass man that diese it's a Idee schafft, pretext for dass state Net Zero, tyranny, Netto that it's Null being eine used to, elitische keep Agenda people ist, dass es in a verwendet position wird, of um die Menschen servitude in and einer, ja, dependence, that it's Dienerschaft trying und to strip people of Abhängigkeit their civil festzuhalten, liberties, dass es die and Menschen, that serves their dass es foreign den Menschen policy ihre goals and their Freiheiten broader raubt. Und geopolitical das muss goals, hier which auch are ultimately im to seed geopolitischen chaos Rahmen and gesehen to werden. weaken Hier geht es support darum, for liberal Chaos zu schaffen democracies. und die So, Stärkung they are liberaler also an increasingly Demokratien relevant zu actor in this schwächen space. oder And then abzunehmen. you Das have the wird third immer ecosystem, wichtiger in which diesem is Raum. one Und that jetzt zum I'm sure dritten you'll all have Ökosystem. come across Ich bin in mir your sicher, everyday dass Sie dieses lives, alle im and that is the Alltag bereits attention gesehen economy, haben, und zwar or die sometimes referred to as the outrage economy Aufmerksamkeit, online. Wirtschaft oder auch genannt die And these are the kind of Outrage actors who Economy they Online. may or may not be interested in climate Das sind change, Akteure, they die may or may vielleicht not have a Interesse am consistent Klimawandel position haben on net oder zero nicht, die policies, vielleicht but eine their main Position zu Netto goal is to try and Null-Maßnahmen haben generate oder nicht, profit aber deren from the Hauptziel ist, outputs that they Profite zu produce on generieren social aus media and den other digital Stellungnahmen, die sie platforms. auf den And more sozialen often than Medien not, und the way that digitalen they do Plattformen that schaffen. is by Wie tun sie spreading das? mis and Oft indem disinformation, sie so-called Desinformation, controversial Misinformation content. verbreiten, sogenannten Often it is badged as being umstrittenen Inhalten.
halt. woke Oft content ist es or sort of positioning itself in opposition anti-woke-Inhalt. Sie to mainstream positionieren public sich opinion. And gegensätzlich that zur they are absolutely Mainstream-Stellungnahme weaponizing the Meinung und current sie architecture verwenden of die social media in derzeitige order to do Architektur that. der Because they sozialen know, and I'll Medien, come to this um in a dies zu later schaffen. slide, Sie that wissen that es, kind of nämlich, content dass gets the diese most Art von likes, it Inhalt gets den the most meisten gefällt clicks, it mir, gets the erhält die most meisten comments, Klicks, and erhält die as a meisten result, Kommentare, it is erhält. being Und constantly als recommended to Ergebnis dessen users wird es in den order to Nutzern keep them ständig online and empfohlen, keep them sodass sie browsing. online bleiben And this und is a immer very weiter complicated browsen. Das ecosystem ist ein because sehr it doesn't have komplexes very consistent Ökosystem, messaging. It denn is die basically Botschaft ist throwing a nicht new sehr conspiracy konsistent. at the Es wall kommt every immer week wieder or a eine new neue line of attack Verschwörungstheorie, or a jede Woche new, oder eine neue Art form of von abuse and Attacke harassment against oder figureheads at the wall, and Bedrohungen it's gegen seeing what Politiker sticks with zum their Beispiel. Und audience, man sieht what dann, was gains gut traction, what ankommt seems to bei whip dem people up into a Publikum, frenzy, wann what, die you know, Menschen preys on wirklich people's kommentieren und emotions verärgert sind, in a wie man way auf that means they mit den engage with this Emotionen spielen content. kann, wie sich And die Menschen mit so einem Inhalt all of wirklich dann these auch different actor auseinandersetzen. groups, the All diese fossil fuel verschiedenen lobby, Akteure, hostile die states and Lobbys, the outrage die merchants Staaten, are all Regierungen existing und in the diese same online Outrage-Economy, die environment. So existieren if you alle are in an average derselben member of the public Online-Umgebung. and you Das are heißt, wenn trying to Sie understand the realities of ein climate change and the Mitglied sind viable und die pathways Realität forward, von you Klimawandel have this verstehen möchten, unbelievably dann haben complex Sie diese and muddied unglaublich landscape that komplexe you are trying to wade Landschaft, through durch die in Sie order to navigieren find müssen, credible and um verified glaubwürdige information. und verifizierte Informationen zu finden. What do we mean when we're talking about mis- and disinformation? Is it only Was that meinen wir the eigentlich mit rejection of climate change as a phenomenon Desinformation? or claiming that fossil fuels are not Geht es part of the jetzt problem? nur darum, dass That is fossile certainly one Brennstoffe nicht Teil aspect, des but Problems sind? Ja, again, das ist that's Teil, only what I would ein call the sharp Teilaspekt. tip of the spear. Aber So das ist that's the vielleicht most nur extreme form die of Spitze des misinformation. But Eisbergs. actually, the Das ist die content extremste that Form der tends to gain Information. the most Aber der traction Inhalt, der and am that is most meisten popular, Zugkraft both hat und online auch and in populärer some ist, legacy media, online und is bei älteren this Medien, second tier. ist diese Content that zweite is Schicht hier, Inhalt, deliberately der misrepresenting scientific willentlich data, that is wissenschaftlich trying to Daten undermine verfälscht, trust in institutions, whether it's the das Vertrauen European in die Union Institutionen or the untergraben will, United sei es die, Nations or die the Vereinten Nationen, die IPCC, Europäische or if Union, it's specific ministries that are IPCC working oder on gewisse climate policy, Ministerien, if it's die academic Umweltpolitik bodies that are at durchführen the oder auch forefront of akademische producing Institutionen, climate die modeling and Vorreiter climate sind bei der science, Klimamodellierung and that und generally Wissenschaft. frames climate change through this Und das conspiratorial wird so lens. geframed So durch it diese may Verschwörungslinse. acknowledge Es wird dann begrudgingly that vielleicht climate change exists, but it is anerkannt, dass still drawing the Klimawandel conclusion gibt, that we aber don't trotzdem need kommt man zu der action on climate Schlussfolgerung, wir change brauchen jetzt noch keine or that Maßnahmen all of the solutions dagegen currently on the oder table alle are Lösungen not auf going to dem Tisch work, that they're würden overly sowieso nicht expensive, that they are funktionieren, overly seien zu destructive to teuer, society. zu zerstören für die And then Gesellschaft. finally, you also Und have this third schließlich tier of content, hat which man many diese people might dritte Schicht an understand Inhalt, die via viele the word Leute greenwashing, mit which dem is Wort presenting Greenwashing itself as verstehen being part of würden. the Also man solution. stellt So, you know, sich you als might have a Teil der company that Lösung says, dar. Man we hat zum are Beispiel ein absolutely Unternehmen, das sagt, committed to wir sind absolut decarbonisation and we engagiert bei believe der in the principles of Dekarbonisierung the und Paris glauben an die Agreement, and Prinzipien that is why we des are Pariser investing Abkommens in und deswegen carbon investieren capture wir and so storage. viel in Even though the scientific Carbon consensus Speicherung, says obwohl eigentlich die absolutely wissenschaftliche unequivocally that Konsens ganz carbon klar capture and sagt, storage dass cannot diese be the main CO2-Speicherung solution going nicht die forward, einzige and Lösung indeed sein that the kann technology does not und dass exist die at the Technologie eigentlich noch scale nicht and the besteht in diesem sophistication needed Ausmaß to und actually dieser reduce Reife, emissions die in the man short bräuchte, um die term. Emissionen So kurzfristig zu again, reduzieren. if you are a normal member of the Wenn public, man ein you might normaler see those Otto-Normalverbraucher adverts ist, or dann sieht man vielleicht that diese reporting and think, oh Werbung well, this is a und good diese news story. Berichterstattung und denken, oh, das Companies sind are ja trying tolle to be part of the Nachrichten. Die Unternehmen solution. versuchen jetzt But Teil der Lösung actually, zu it is a sein, aber very in der conscious Wahrheit misrepresentation, ist das both of eine their echte investments Verfälschung in ihrer achieving net zero Investitionen, and was sie machen, also um in Net how Zero zu viable those erreichen solutions oder wie are machbar in eigentlich moving diese forward. Lösungen sind in der Zukunft. This is also a really helpful diagram, and I know Das ist auch ein sehr Alexander schönes was Diagramm. keen to say something about discourses Diagramm. of delay. Alexandra I'm wollte not noch going to hier go was dazu into it sagen zu in dieses enormous amount of Diskurses detail, of the but would layers, die thoroughly Diskurse der encourage Verschiebung. everybody to view Ich it in möchte their aber own alle time, and I will ermutigen, share sich das a dann später comic book anzusehen. version of this Und ich habe da so diagram, eine which is a Comic-Buch-Version fantastic resource to share dieses with Diagramms, eine anybody tolle trying to Ressource, die man understand this jedem really an die Hand geben complicated kann, wenn man space. dieses sehr komplizierte But Thema these are verstehen some of the möchte. subtler Das arguments sind that eine have dieser subtilen taken over Argumente, denial, die jetzt because bad actors realized that verfangen. going out in public and saying climate change doesn't exist
Wenn man No sagt, longer has the Klimawandel same besteht kind nicht, of social damit license hat that man it nicht mehr did diese in the early soziale Lizenz wie 2000s noch or even vor in, you ein paar know, Jahren, 2010, Anfang der 20er 2011. Jahre, noch der 10er Jahre. Public opinion has Die thankfully öffentliche shifted Meinung and hat sich at least letztendlich, in Europe, Gott sei Dank, most verschoben, people do zumindest in believe and Europa. Die meisten understand the Leute glauben reality of schon, climate dass es change. einen They know that it is Klimawandel linked to gibt, human dass activity er and auch they want their governments menschengemacht to take ist, und sie some möchten, form dass die of action Regierung to solve the irgendwelche problem. Maßnahmen ergreifen, um dieses Problem However, zu lösen. there still remains a Es gibt aber immer noch persistent ein and very paar, critical gap eine between kritische Kluft recognizing the jetzt problem zwischen and das actually Problem having the kinds of anzuerkennen legislative und and dann policy tatsächlich agendas that are legislative needed for und climate action. Politikagendas zu And haben, it's die in man that braucht gap für den between Klimaschutz. Und in dieser recognition Kluft and zwischen der Anerkennung implementation und that you see Implementierung, most information wo wir die warfare taking meisten place. And that's why these subtler Informationskrieg arguments can sehen. be so powerful, Und deswegen sind because diese they Argumente auch prey so upon that überzeugend, confusion. They prey denn upon the sie fact that climate change is a very machen technical and sich diese scientific topic, Überzeugung zunutze, und das and sei ja ein sehr they also wissenschaftliches Thema use some und of sehr these, schwierig you know, forms nachzuvollziehen of emotional manipulation to und convince auch people that this is the emotionale wrong time for Manipulierung. Man action, versucht, that das we ist jetzt can't nicht die afford richtige it, Zeit that it's zur too Maßnahme. Wir difficult, können uns das nicht that erlauben, we've es sei auch already missed the sowieso zu schwierig. opportunity, Wir that, haben you know, auch the die Chance window schon of verpasst, das time to act Zeitfenster has hat sich already schon passed, geschlossen and zum what it's Handeln. aiming to produce is Und apathy. was man So that we damit möchte, never man actually move Apathie forward, that we produzieren, become paralyzed in these dass debates man to the praktisch in extent that we dieser never pursue renewable Debatte energies, we never think about the verfangen other bleibt. solutions at the table, Man denkt and we nicht an end die up with andere the Lösung, die same auf dem end Tisch sind, result, und man which kommt dann is immer mit the demselben status quo. Resultat heraus, nämlich der Status quo. Es wird nichts gemacht. I've already touched on this a little bit, Das but I habe ich just think it's schon worth angesprochen, ganz re-emphasizing that kurz. Trotzdem the möchte ich es nochmal goal around climate betonen. misinformation is Ziel no dieser longer exclusively Desinformation about ist jetzt delaying nicht climate nur, action. die There is also Klimaschutz this wider objective at aufzuschieben, play, sondern es which gibt is auch the noch way dieses that climate change größere is seen as Ziel, being symbolic nämlich of der wider Klimawandel sei social nur noch fractures and symbolisch divisions, von and anderen how that means that it's sozialen become a much more Spaltungen. mainstream or normalized conversation. Und So, das you wird jetzt know, mehr zum when people are talking about something Mainstream-Gespräch. like wind and solar energy, Also wenn zum Beispiel or um Wind 15-minute oder cities, Sonnenenergie spricht or heat pumps, which I know have oder been a very Wärmepumpen, ein controversial großes topic in Thema, Germany. kontroverses They're Thema not in Deutschland, necessarily engaging at all with the substance of that debate. dann befassen They're sich not nicht wirklich worried mit der about Substanz der whether or Debatte, not sind nicht it's besorgt, ob economically dies jetzt sound or, you know, what the wirtschaftlich actual rollout would look gesund like. ist oder wie der dann Instead, das they're Rollout framing it through aussieht, these sondern much sie larger framen es themes durch diese about power größeren Themen and über individual Macht, freedoms and individuelle state Freiheit overreach and control, und and that that is being used to die exploit Überhand des these divisions, Staates, und das both that wird exist within ausgenutzt, um diese countries, but Spaltung also that exist noch within zu regions or at the verschärfen, global wie es level. gibt, So, you know, innerhalb der pitting Länder der Germany Region against oder Poland große or Länder der Welt, Germany Deutschland against gegen Polen France ausgespielt oder or Deutschland pitting gegen Europe Frankreich against the oder global Europa South gegen and den saying globalen Süden net zero is a ausgespielt. form Und of dann sagt man Western Net Zero imperialism ist so eine Art it's Imperialismus, die wir reproducing aufstülpen. Damit werden colonial outcomes. And koloniale as a result, if you Muster believe in human rights, you should oppose aufgedrängt. any Und wenn moves man an Menschenrechte glaubt, dann sollte man to achieve dagegen net sein, zero. gegen So there das are kind of Erreichen both of von these Net things sitting in Zeros. tandem. And Und again, diese that makes the beiden Sachen information im environment Tandem really, really machen diesen complicated. Informationsumgebung dann Where so I'll end kompliziert. is with Wir a little möchten interactive exercise for everybody on eine the call, which interaktive is, Übung why is it machen that this und content fragen always uns, seems to be recommended by platforms or warum being wird dieser surfaced to users? Content, Why does dieser it seem when we Inhalt log on immer to social empfohlen media, von regardless Plattformen? of if it's X or Facebook or TikTok Egal, or ob es X, YouTube or Facebook, TikTok Telegram oder or YouTube oder VKontakte Telegram or ist oder Discord blogger, VKontakte oder why does sonstige. it seem that mis and disinformation seems to be Warum ist diese occupying Des- so und much Falschinformation, warum oxygen nimmt die so viel within those Raum ein, spaces? bekommt so viel And I would like Sauerstoff in everybody on the diesen call to Räumen? imagine Ich that möchte, dass you wir are uns a mal social media vorstellen, algorithm. dass wir So ein your job as an sozialer algorithm is to make Medienalgorithmus, sure that users Algorithmus stay sind. browsing as long as possible. You are Also man soll so lange optimizing for browsen, wie man engagement. möchte. Man And möchte your optimieren ultimate für metric of dieses success is Engagement. eyeballs. Und So der how long do people Erfolg wird stay gemessen, doom wie daran, scrolling wie if lange die they're Leute going through verbleiben their auf der newsfeed Website, and in ihrem staying glued to their Newsfeed, screens? wie lange sie an ihrem So Bildschirm you are kleben looking for bleiben. any content that Sie seems suchen to be also nach keeping people irgendeinem online Inhalt, der as die long as Leute possible. so lange wie But möglich at the online same hält. time, you know Aber that your gleichzeitig company and the weiß man, bosses dass that das control Unternehmen you und die Bosse, die sie have terms of kontrollieren, service in place and have content moderation haben auch mechanisms in place, Content, which also mean that some content Inhaltsmoderation can't be dort. shared or it Das can't be heißt, gewisse promoted. Dinge So, you know, dürfen you nicht can't be geteilt promoting terrorist werden content, oder you can't gefördert be werden, also promoting nicht active hate terroristische speech, Inhalte and oder in some aktives cases, Hate you can't be Speech, promoting Hassrede, disinformation that aber could auch keine lead to real world Desinformation, harm. So die you zu know that wirklichen there's a Schäden in line der Welt there that führen you're kann. not Da gibt es allowed to also eine cross,
And Trennlinie, die man überschreiten darf. Und da muss man auch vorsichtig sein, dass man keinen Raum oder Profile für die stärksten Passreden gibt. Man muss also auf dieser Linie genau bleiben bei dieser Inhaltsmoderation. Und deswegen findet man Clickbait, emotionally manipulative content, propaganda, Inhalt, which is propaganda quite hard to categorize neatly, die dann schwer genau zu kategorisieren ist und damit sie von Content Moderierern angegangen wird. High traction, aber die hat natürlich ein hohes Engagement, das ist sehr überzeugend, das verfängt sehr gut, um die Leute online zu halten, selbst wenn sie das gar nicht mögen. Vielleicht teilen sie das dann auch, wenn sie gar nicht übereinstimmen, aber es wird trotzdem geteilt. Also wenn ein Algorithmus ist, dann sucht man sich diesen Inhalt. Das ist perfekt, um die Leute so lange online zu halten. Das möchte ich meinen hundert von Millionen von Nutzern geben, um mit diesem Ökosystem, die nicht ausgelegt sind auf Sicherheit, auf glaubwürdige Informationen, die man von verifizierten Quellen erhält, sondern man hat jetzt diese neuen Torhüter, die diese neuen Amplifier benutzen, verstärker, die also aber fundieren in den schlechtesten Formen von Des- und Falschinformationen und irreführenden Taktiken. Ich glaube, ich muss jetzt langsam abgeben, aber ich bin später dann gerne noch für Fragen hier und gebe erstmal das Wort an Alexandra. Should I go directly, Katharina? Or? Soll ich direkt reinbrechen, Katharina? Nein, danke dir, Alexandra. Ich meine, immer gerne, aber natürlich stelle ich dich zuerst vor. Vielleicht noch ganz kurz, Jenny, für dich. Hier wurde mehrmals im Chat gefragt, ob die Präsentation im Anschluss nachlesbar sind, beziehungsweise ob die zur Verfügung gestellt werden. Ja, und Jenny nickt. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich habe auch das große Vergnügen, Alexandra Gese kurz anzukündigen, denn Alexandra, du bist seit 2019 Mitglied im Europäischen Parlament und die Digitalexpertin der Fraktion Greens und EFA, hast außerdem zum Digital Service Act mitgearbeitet bzw. den verhandelt und seit 2022 bist du stellvertretende Fraktionsvorsitzende und deine Schwerpunkte sind Demokratie im digitalen Zeitalter, nachhaltige Digitalisierung und natürlich mein ganz persönliches Highlight, Geschlechtergerechtigkeit. Außerdem bist du Mitglied im Haushaltsausschuss und Ausschuss für den Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Und ich freue mich wirklich ganz außerordentlich, dass du hier bist und gebe gerne an dich. Ja, ganz herzlichen Dank, Katharina. Diese einführenden Worte waren es tatsächlich wert zu hören. Vielen Dank dafür und hallo und guten Tag an alle, die ihr zuhört und gerade schon Jenny gelauscht habt, die immer eine meiner großen Lieblingsrednerinnen ist. Und danke dafür, dass ich hier über dieses Thema sprechen darf. Ich würde gerne das Thema nochmal so ein bisschen in Bezug auf den deutschen Kontext einordnen und dann mehr zu dem digitalen Bereich kommen, soziale Netzwerke, was ja meine spezifische Expertise ist. Jenny hat ja vorhin schon gesagt, es gibt eben nicht nur diese wirklich krasse Klimaleugnung, sondern eben auch die Klimaverzögerungsdiskurse. Und das ist, glaube ich, das, was wir in Deutschland am stärksten erleben. Also diese Aussage, ja, den menschengemachten Klimawandel gibt es nicht. Gibt es noch in Deutschland, aber das überzeugt sicherlich keine Mehrheiten und das ändert nicht wirklich die Politik, die man machen kann in Bezug auf Klimaschutz. Was aber in Deutschland extrem stark ist und immer stärker, sind die Klimaverzögerungsdiskurse. Und mal mit einem angefangen ist dieses klassische Not in my backyard. Also ja, Klimaschutz muss man machen, aber doch bitte irgendwo anders. Und nicht in Deutschland, weil wir haben ja die starke Industrie und die darf man nicht zerstören. Das höre ich durchaus auch sehr seriösen Kreisen. Und was da zum Beispiel ein ganz häufiges Argument ist, ja, aber China baut ja noch Kohlekraftwerke und China hat ja überhaupt viel mehr Weltbevölkerung und wir tragen ja nur 2% des CO2-Ausstoßes ein weltweit, wobei nicht bedacht wird, dass wir nur 1% der Bevölkerung haben und natürlich historisch auch ganz stark beigetragen haben und dass zwar China ja noch Kohlekraftwerke baut, aber ganz massiv gerade auch eben in die Solarindustrie investiert und eben auch in die Energiewende. Also das ist ein klassischer Klimaverzögerungsdiskurs. Ein zweiter, den man in Deutschland sehr
oft ein zweiter Diskurs, den man in Deutschland sehr oft findet, ist dieses Thema Technologieoffenheit, können wir alle nicht mehr hören. Das Thema E-Fuels zum Beispiel, ja, die es nicht wirklich gibt und auf jeden Fall nicht zu vernünftigen Preisen und in ausreichender Menge. Was aber bei uns endlose Diskussionen auslöst, das Verbrennerverbot in Europa wochenlang aufgehalten hat, EU-Rechtssetzungen wirklich ganz stark geschädigt hat, das sind Diskurse, die in Deutschland funktionieren. Und dann sicherlich das ganz große individuelle Maßnahmen anstatt staatlicher Koordinierung. Und da kommt eben ganz, ganz stark dieses Grundnarrativ zum Ausdruck, was Jenny auch benannt hat. Und das Grundnarrativ lautet, was global verbreitet wird: Klimaschutz ist eine Erfindung der globalen Eliten, um dem Volk seine Rechte zu nehmen und seinen Wohlstand zu nehmen. Und das ist wirklich dieses Narrativ, das dann in allen Fassungen durchdekliniert wird. Das haben wir sehr stark gesehen beim Thema Heizungsgesetz zum Beispiel, wo es hieß, da kommt jetzt der Bundeswirtschaftsminister und will euch die Heizung ausbauen. Wärmepumpen sind irrsinnig teuer. Es wird ein Verbot von Heizung geben. Ab 2024 darf niemand mehr heizen. Alle müssen sofort ihre Heizung austauschen. Das ist so eine typische Erzählung, die mit ganz vielen Bildern, ganz vielen Memes immer dieses Grundnarrativ wieder aufgreift. Und deswegen funktionieren diese Erzählungen so gut, weil man Leute eben vorher auch schon darauf vorbereitet, an sowas sehr schnell zu glauben. Ein weiteres ist natürlich, die sozialen Auswirkungen sind zu groß, wobei eben nicht bedacht wird, wie Oxfam gerade wieder festgestellt, dass eigentlich 1% der Bevölkerung den größten Anteil am CO2-Ausstoß hat und den Klimawandel verursacht, dass es eigentlich gar nicht die unteren Einkommensschichten sind. Aber dass genau dieser Diskurs wird eben von den Akteuren gebracht, die auch verhindern wollen, dass man die Kosten gerecht verteilt. Ja? Dass man also als Staat auch so investieren kann, dass eben gerade Menschen mit einem niedrigeren Einkommen geschützt werden vor diesen Kosten. Und natürlich ist immer die Maßnahme, die gerade möglich ist, die man gerade machen könnte als Bundesregierung in diesem Fall, das ist immer die falsche. Und dann gibt es immer, heißt es immer, nein, man müsste eigentlich irgendwas anderes machen. Und das war beim Heizungsgesetz auch sehr stark. Und das ist einfach gerade so das große Problem. All das benutzt sehr viel Desinformation. Ja, beim Heizungsgesetz eben zum Beispiel diese Ansage, es werden nicht nur komplett kaputte Heizungen müssen ausgetauscht werden, sondern alle. Das ist was, was sich, dieses Bild hat sich einfach in den Köpfen festgesetzt. Auch wenn man Leuten das dann nachher noch so oft erklärt, dass es nicht so ist, man dringt einfach nicht mehr durch. Warum funktioniert das so gut? Ja, es sind ja eigentlich komplett falsche Sachen. Warum funktionieren die so? Warum sind die so überzeugend und prägen sich so ein bei den Menschen und hinterlassen vielleicht keine Fakten in den Köpfen, aber so ein Grundgefühl, dass Klimaschutz problematisch ist? Jenny hat es schon angeteasert, weil diese Dinge auf sozialen Netzwerken enorm stark laufen. Menschen werden in ihren Timelines, wir kriegen das, also viele von uns sind nicht so in der Zielgruppe und wir kriegen das nicht so mit. Aber die meisten Menschen, wir kriegen in ihren Timelines sehr, sehr regelmäßig täglich und wenn sie dann zweimal draufklicken, noch viel häufiger, Inhalte, die genau diese Botschaften haben. Ja, Klimaschutz gefährdet euch. Die Leute, die Klimaschutzmaßnahmen durchsetzen wollen, die wollen euch eure Rechte wegnehmen, die wollen euch euer Haus wegnehmen, die wollen euch eure Heizung wegnehmen. Das habt ihr euch alles erarbeitet und da kommen irgendwelche jungen Leute ohne Ausbildung, ja, globale Eliten und wollen euch was wegnehmen. Es funktioniert, weil es Menschen Angst macht. Und Angst funktioniert in sozialen Netzwerken, um Menschen im Internet zu halten. Weil auf Inhalte, die Angst und Empörung und Wut auslösen, da klicken Menschen häufiger drauf, da schreiben Menschen häufiger lange Kommentare drunter. Das sieht der Algorithmus und deswegen sagt der Algorithmus, Inhalte, die viel Interaktion haben, also viel Kommentare, die viel geteilt werden, die stelle ich jetzt nach ganz oben und wenn die ganz oben stehen, dann werden die an ganz, ganz viele Menschen ausgespielt. Ja, das heißt, den Fakt, den da für Ministerium dargestellt wird, klargestellt wird, den sehen 100 Leute oder 1000 Leute im Internet. Aber das Meme oder das Bild, was ganz anderes suggeriert und Menschen Angst macht, das sehen Millionen von Menschen. Das nennt man Engagement-Based Ranking und das ist einfach super gefährlich für die Verbreitung von Desinformation, aber auch für die Verbreitung von Hass und Hetze. Also Hass und Hetze gegen handelnde Akteure, gegen Politiker und Politikerinnen ist ein Riesenthema bei uns in Deutschland und es betrifft übrigens ganz besonders stark grüne Politikerinnen, ehrenamtliche Politikerinnen, Kommunalpolitiker und es betrifft besonders stark Frauen.
diese Desinformation und diese Form von Hass und Hetze werden halt so stark ausgespielt, weil sie polarisieren, weil sie Menschen zur Interaktion bringen und sind genau da an dem, in diesem Grenzwertparadox, also eins der Bilder, dieses Diagramm, was Jenny gezeigt hat, da geht halt die Linie ganz weit nach oben und deswegen sehen das einfach viel, viel mehr Menschen als jede andere Form von Inhalt. Und deswegen ist es so gefährlich. Es gibt noch einen zweiten Mechanismus, der das verschlimmert. Das ist der Mechanismus der Personalisierung oder Targeting auf Englisch. Das hängt damit zusammen, dass diese Digitalkonzerne wie Google und Meta, aber auch TikTok, die haben große Datenprofile über jeden Einzelnen von uns. Das heißt, die wissen ganz genau, was uns interessiert, aber auch, was uns aufregt. Und die wissen auch so ein bisschen, wo unsere Grenzen liegen. Das heißt, wir kriegen genau die Inhalte ausgespielt, die wir noch irgendwie plausibel finden, die in unser Weltbild passen, die das aber so ein bisschen extremer machen. Ja? Und je mehr man draufklickt, desto mehr kriegt man dann Inhalte gezeigt, die immer stärker werden, immer extremer. Das ist so ein bisschen wie mit Drogen. Leute fangen mit einer sehr einfachen Dosis an und müssen es dann immer steigern. Genauso funktioniert das Internet. Und dank des Targeting wissen die Konzerne ganz genau, wo wir stehen, was uns interessiert, was wir noch anschauen würden, was wir nicht direkt zurückweisen als absurd. Und können uns dann Schritt für Schritt extremer machen. Dazu kommen Empfehlungsmechanismen. Das sind so Dinge wie Autoplay auf YouTube, ja, die uns Inhalte einfach vorsitzen. Oder der Empfehlungsmechanismus auf Facebook für bestimmte Gruppen. Und da kann man eben auch nachweisen, dass die Menschen dazu bringen, immer extremistischere Inhalte zu konsumieren. Und das sind häufig eben auch Desinformationen und Dinge, die Hass und Hetze besonders stark voranstellen. So, jetzt sagen halt viele Leute, naja gut, das ist das Internet, aber das Internet, das ist ja auch so ein abgeschlossener Bereich irgendwie. Was hat das denn eigentlich? Das hat ja keine Auswirkung. Es kommt ja auf die konkrete Politik an, auf die konkrete Kommunikation in den Medien. Das stimmt nicht. Das Internet ist mittlerweile so stark, dass es Politik und Medien vor sich her treibt. In der Politik ist es so, dass je toxischer, je extremistischer die Botschaften man aussendet, je toxischer und extremistischer sind, desto mehr Sichtbarkeit hat man. Und was brauchen Politikerinnen und Politiker, was brauchen politische Parteien? Sie brauchen Sichtbarkeit, weil sonst dringen sie einfach nicht durch mit ihren Botschaften und dann haben sie schlechte Wahlergebnisse. Sie kommen nicht vor. Das führt dazu, dass zum Beispiel auch jetzt der CDU-Chef Merz immer wieder diese Botschaften aufgreift, ja, weil es ihm Sichtbarkeit verschafft. Und dann landet man eben auch in den traditionellen Medien. Und das bedeutet auch, dass sich das ganze Parteienspektrum nach rechts bewegt, nicht nur im Bereich Klimaschutz, sondern auch im Bereich Migration kann man das gerade sehr, sehr gut beobachten, weil natürlich die Wähler mit diesen Sachen bombardiert werden und das wiederum zu den Politikern zurücktragen und den Politikerinnen und die das dann wiederum aufgreifen. Also politische Parteien müssen sich extremisieren, um Sichtbarkeit zu erreichen. Das kann man seit 2016 sehr gut beobachten in den USA zum Beispiel. Ja, wer das so ein bisschen verfolgt, was da mit der Republikanischen Partei passiert ist, das ist das, was auch Deutschland auf uns zukommt. Und Klimaschutz ist jetzt eins der drei großen Narrative. Und deswegen ist diese Debatte um den Klimaschutz gerade so extrem und so angespannt geworden, weil das überhaupt nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen beruht, sondern nur noch auf diesen Gefühlen, diesen Emotionen, die damit ausgelöst werden können und der Sichtbarkeit, die man damit im Internet erreicht. Das wird gefährlich für Demokratie, weil man aus der Demokratieforschung weiß, dass in sehr, sehr stark polarisierten Gesellschaften, wo sehr toxisch miteinander umgegangen wird, also viel Desinformation, viel Hass und Hetze, sind Menschen, Wählerinnen und Wähler eher bereit, die Grundsätze der Demokratie, demokratische Institutionen aufzugeben, um parteipolitische Interessen durchzusetzen. So, jetzt hört man auch oft noch das Argument, das Gegengift dagegen sind Medien, traditionelle Medien. Wir brauchen gute Medienberichterstattung. Das wird halt auch immer schwieriger, weil auch Medien mittlerweile immer stärker zu einem Teil dieser Logik der Internetkonzerne werden. Also Trends als sozialen Netzwerken springen sehr schnell in die traditionellen Medien über. Das klassische Beispiel sind die Journalistinnen, die morgens gucken, was laufen denn für Trends auf Twitter. Ja, und auf Twitter oder X möchte ich jetzt spezifisch gar nichts zu sagen. Das ist jetzt praktisch rechtsextreme Inhalt promotet, ist ein super Problem. Aber auch allein schon die Tatsache, dass Journalistinnen glauben, soziale Netzwerke würden so den Durchschnitt der Gesellschaft abbilden, ist problematisch. Medien produzieren aber andersrum auch sehr viel Inhalte für soziale Medien, direkt und indirekt. Also denk zum Beispiel all die ganzen Grafiken aus der Bild-Zeitung gegen das Heizungsgesetz, ja, die dann rauf und runter gejagt werden. Oder irgendwelche kurzen Clips aus Talkshows oder so, die dann auf YouTube laufen.
Und das große Problem ist, Medien selbst haben ein Finanzierungsproblem, weil mittlerweile die Werbeeinnahmen der Werbetreibenden online zu 80-85% an Google und Meta gehen und die teilen die dann wiederum mit den Verlegern. Aber das bedeutet, die Medien sind immer stärker darauf angewiesen, Inhalte zu produzieren, die auch auf sozialen Netzwerken laufen. Und das sind eben im Klimabereich nicht so sehr die Berichte, die zeigen, was man alles Gutes zum Klimaschutz tun kann und wie sich das positiv auch auf unsere Industrie in Deutschland auswirken kann, wenn wir dann wieder mithalten können, sondern es sind eben mehr Hass und Hetze und es ist mehr Desinformation. Deswegen müssen wir da sehr viel gegen tun. Da müssen wir sehr aktiv dran. Wir müssen diese Mechanismen verstehen. Ich glaube, es gibt noch zwei weitere Ausgaben hier dieses Webinars, wo wir auch über Lösungen sprechen. Aber sicherlich ist Teil der Lösung eben auch, die Mechanismen in den sozialen Netzwerken zu ändern. Dankeschön. Vielen Dank, Alexandra. Und jetzt haben wir noch gut 20 Minuten Zeit, nach diesen großartigen beiden Inputs auf Fragen einzugehen. Und wir haben auch schon eine ganze Menge Fragen in unserem Q&A. Ich gehe einfach mal der Reihe nach durch und zuerst eine Frage an Jenny, nochmal die Emily in Paris Folie zu erklären. Yes, absolutely. Ja, natürlich. Als ich aufgehört habe zu reden, habe ich mir gedacht, ich hätte diese Analogie vermutlich erklären sollen. Naja, der Vergleich, also Emily in Paris für jene, die das noch nicht gesehen haben, das war eine virale, also eine populäre Show auf Netflix, die wirklich Stereotype verwendet hat. Also da war die Qualität sehr schlecht und viele Menschen haben sich das angesehen, obwohl sie es gehasst haben. Niemand dachte, es wäre gut, aber alle haben sich das angesehen, um Teil an der kulturellen Debatte haben zu können, um sich darüber lustig machen zu können oder ja, um an den Memes teilhaben zu können und Teil dieser kulturellen Welle sein zu können. Und das ist eigentlich genau das, was bei den Algorithmen in den sozialen Medien gerade passiert. Nicht alle, die sich damit auseinandersetzen, glauben, dass es wirklich so ist. Nichtsdestotrotz ist es sehr gut darin, diese Kontroversen aufzuwerfen. Da ist dieser Vergleich. Also auch wenn Menschen sich damit auseinandersetzen, obwohl sie es hassen, obwohl die Schauspielerei schlecht ist. Aber wenn man die Plattform ist oder der Algorithmus ist, sieht man nur, dass sich die Menschen ja damit auseinandersetzen. Man sieht also, dass sie darüber sprechen, dass sie es sich ansehen, dass sie mit einem Emoji antworten oder dass sie kommentiert haben. Und man passt das nicht an die Emotionen. Man sieht ja nicht unbedingt, ob die Antworten positiv oder negativ sind. Man sieht nur, wie viele Menschen scheinbar in diesen Raum strömen, sich damit auseinandersetzen. Und deswegen amplifiziert man das immer stärker und rollt diese Desinformation weiter aus. Danke, Jenny. Ich versuche mal in Anbetracht der Zeit ein paar Fragen auch zusammenzufassen. Und zwar geht es in unserem Q&A-Chat ganz viel darum, wie wir Klimadesinformation begegnen können. Eine Frage in Bezug auf Jennys Folien wäre, wie Mensch diesen Engagement-Circle durchbrechen kann. Aber gleichzeitig fragen sich unsere TeilnehmerInnen natürlich auch, brauchen wir mehr Bildung? Und wird es genug Bildung geben, um solche Zirkel zu brechen? Und die andere Frage wäre dann natürlich nochmal, neben Bildung und neben auch systematischer Arbeit, inwiefern eine Person selbst sich auf Social Media verhalten kann, um mit diesen Klimaschutz Desinformationen umzugehen, was vielleicht auch nochmal eine Frage an Alexandra ist, die ja eben auch nochmal ganz besonders auf dieses Engagement auf Social Media als Aktivistin eingegangen ist. Ja, gerne. Also was können wir tun, um die Algorithmen zu ändern? Ich glaube, als Individuum, als Einzelner kann man da nicht viel tun. Das ist wirklich die politische Ebene. Aber die politische Ebene hat da auch schon vorgelegt. Wir haben ja in Europa in dieser Legislaturperiode das Digitale Dienstegesetz beschlossen oder den Digital Services Act, an dem ich auch sehr intensiv gearbeitet habe. Und da haben wir dafür gesorgt, dass es Risikobewertungen geben muss der Plattformen.
wie ihre Geschäftsmodelle, ihre Algorithmen bestimmte Gefahren begünstigen. Und dazu gehören eben Wahlen, öffentlicher Diskurs, öffentliche Gesundheit und Ähnliches. Und da könnte man sagen, Desinformation und insbesondere auch Klimadesinformation ist eins der Risiken, die da bewertet werden müssen. Und aufgrund dieser Bewertung kann die Kommission, muss die Plattform vorschlagen, wie sie das abmildern will. Und die Europäische Kommission, die dieses Gesetz für die großen Konzerne durchsetzt, kann auch einfach fordern, dass sowas geändert wird. Also die Europäische Kommission könnte jetzt eigentlich sagen, Engagement-Based Ranking, also diese interaktionsbasiertes Ranking, das dann eben schlechte Inhalte eigentlich viel stärker ausspielt als gute, das ist eine Gefahr für die Demokratie und das muss geändert werden. Ja? Dafür braucht es aber sehr viel politisches Backing, damit die das auch tun. Aber wir haben jetzt eigentlich eine gesetzliche Grundlage dafür und das wäre für mich die Lösung. Also es ist nicht irgendwelche Inhalte zu zensieren, das ist extrem gefährlich. Sondern wirklich die Algorithmen zu ändern. Und dafür gibt es eine Gesetzesgrundlage. Man muss es bloß halt auch so unseren SpitzenpolitikerInnen und Regierungen und so weltweit erklären, dass es das gibt und dass man das jetzt so nutzen kann. Alleine kann man, glaube ich, relativ wenig tun, außer immer wieder Gegenrede, ja, sagen, das stimmt nicht und so weiter. Vielleicht auch mit sehr emotionaler Kommunikation, auch mit Bildern. Das ist aber auch sehr aufwendig. Man sollte es tun, wenn man auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, aber man kann nicht, ich möchte niemandem individuell diese Verantwortung übergeben, das Problem zu lösen. Das Problem muss politisch gelöst werden. Bildung ist auch super wichtig, brauchen wir auf jeden Fall, damit Menschen das erkennen können. Aber ich glaube vor allen Dingen, wenn man über Bildung redet, dann sagt man oft, Menschen müssen die Quellen verstehen können und erkennen können. Das ist unglaublich schwierig. Ja, das ist gut, wenn man Menschen das beibringt, aber es ist sehr schwierig und gerade jetzt mit auch Bildern oder so Dingen, die von künstlicher Intelligenz generiert werden und Medien und so, das kann eigentlich keiner mehr. Was aber wichtig ist an Bildung, ist, dass diese Mechanismen verstanden werden. Ja, also auch Multiplikatoren wie Journalistinnen verstehen oft gar nicht, was die Mechanismen sind und wie die funktionieren. Und das muss man, glaube ich, in alle gesellschaftlichen Kreise tragen, wie das Internet eigentlich funktioniert und warum deswegen Klimadesinformation so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Sorry, Katrin, if I could just add a few things. Vielleicht darf ich noch was hinzufügen. Was ihr als Einzelperson machen könnt, diesen Interaktionszyklus zu durchbrechen. Wir nennen das manchmal die Trompeten der Amplifizierung der Verstärkung, also selbst wenn wir gutgläubig mit Inhalt interagieren und unsere Peer-Netzwerke aufzuklären. Trotzdem werfen wir manchmal ein bisschen mehr das Schlaglicht drauf auf diesen Inhalt. Es gibt aber einfach Dinge, die man machen kann, um sicherzustellen, dass der Algorithmus nicht glaubt, dass du Teil des Zykluses bist, sondern auch sehr sorgfältig, wie man die Sachen framet. Also nichts teilen, also nichts retweeten, nichts reposten. Eher einen Screenshot machen. Sonst würde man die Leute dahin leiten zu diesem Inhalt. Man gibt dem nur noch mehr Raum. Das Zweite, wir sprechen ja manchmal über das Wahrheitssandwich. Wenn man einen Fact-Check über was macht, dann immer die Fakten ganz oben machen, dann die Falschinformation dazwischen und dann nochmal betonen, was ist der verifizierte Inhalt unten. Selbst Mainstream-Medien machen diesen Fehler. Sie sprechen dann zwar von den Verschwörungstheorien, sie machen das dann, geben das gleich in den Titel des Artikels, aber leider lesen 99% lieber den Haupttextkörper, sondern man hat das Ganze nur noch amplifiziert. Man hat Millionen Leute darauf hingewiesen, auf diese Verschwörungstheorien, ohne diese Details dazu zu geben. Deswegen ist es sehr wichtig, man beginnt erstmal oben. Hier, das ist die Information und das sind die Quellen, die ich genutzt habe als Backup. Und in der Mitte kann man sagen, hier sind die Falschaussagen zu diesem Thema, wie es präsentiert wurde. Und da kann man sicherstellen, dass die Leute wieder mit dem Faktencontent weggehen, um zu sehen, was sind die Hauptbotschaften, was sollten sie, wem sollten sie folgen. Das kann man machen, um die versuchen, die Leute beim eigenen Umfeld aufzuklären, die eigenen die Familien und Freunde, Kollegen. Und wenn man interagiert mit einem Post, und das gilt für alle, wir alle könnten reinfallen auf Falschinformationen oder auf Verschwörungstheorien. Das gibt nicht unbedingt Leute, die da sehr anfällig sind dafür, für diesen Content, sondern
Man spielt hier auf unsere Vorteile dran, auf unsere Emotionen, die werden angesprochen. Also wir sind alle dann auch verantwortlich, Reibung reinzugeben in die Art und Weise, wie wir die sozialen Medien benutzen. Also erstmal pausieren, bevor wir eingehen auf irgendwelchen Content. Und Aktion heißt jetzt nicht nur kommentieren oder es zu liken oder es zu teilen im Gruppenchat. Es bedeutet auch, vielleicht die Webseite dann besuchen, wo dieser Inhalt gepostet wurde, es privat offline erstmal zu besprechen. Wir sind so gewohnt, sofort zu antworten auf all das, was wir sehen und dass unsere Reaktionen ganz sofort kommen müssen. Aber das ganze Informationsökosystem würde Nutzen ziehen davon, wenn man erstmal forciert pausieren würde, wenn ihr also den Inhalt seht, und ihr habt dann starke Gefühle in irgendwelche Richtungen, Freude, man ist erbost oder was es auch immer ist an Gefühlen, dann erstmal anhalten, erstmal darüber reflektieren und vielleicht 5 oder 10 Minuten Zeitfenster sich nehmen, bevor man irgendwie drauf reagiert. Für mich habe ich das auch gemacht, eine persönliche Regel eingeführt, vor einem Jahr etwa, das war nicht ganz einfach, hat aber einen großen Unterschied gemacht. Ich durfte keinen Artikel teilen, bis ich nicht komplett durchgelesen habe, von oben nach unten, egal wie interessant er auch aussah oder vielleicht möchten meine Follower es dann lesen. Ich musste erstmal selbst eruieren, was war da der Inhalt, bevor ich selbst zum Teil des Problems des Weiterverbreitens war. Es gibt also hier einfache Arten der digitalen Literatur. Man muss erstmal die Temperatur kühlen lassen. Manchmal begehen wir dann eben alle Fehler, sei es unwillentlich oder willentlich. Ich habe gerade eine Menge mitgenommen für meinen privaten Medienkonsum. Eine Frage, die uns hier sehr beschäftigt, auch im Chat, ist die Frage nach generativer KI und der Frage, wie beispielsweise ChatGPT und ähnliche Tools Auswirkungen auf Klimadesinformation haben, aber auch, das ist eine Frage an Alexandra, auf die zwei anderen großen Narrative, die du angesprochen hast, mit der Bitte, diese vielleicht auch nochmal zu nennen. Ja, gerne. Ich kann mal anfangen, aber Jenny hat bestimmt auch noch neuere Erkenntnisse zu KI-generierter Desinformation. Die anderen großen Narrative sind Migration. Ja, und das Grundnarrativ ist da diese Theorie des großen Austausches. Das ist eine rechtsextreme Theorie, die besagt, dass die globalen Eliten praktisch die Bevölkerung in Europa durch nicht weiße und muslimische Menschen austauschen wollen. Das ist sehr rechtsextrem. Aber das ist so ein bisschen das, was hintersteht, hinter der ganzen Hetze, die wir gerade massiv erleben gegen geflüchtete Menschen, ja, und diese total irrationale Migrationsdebatte, die wir gerade in Deutschland auch sehr, sehr stark haben. Und das zweite Narrativ ist Antifeminismus und der Kampf gegen Rechte von queeren Menschen. Das kann man in Deutschland gerade sehr schön beobachten am Selbstbestimmungsgesetz, an der Debatte, die wir hatten letzte Woche. Und weltweit und insbesondere in den USA am Kampf gegen Abtreibungsrechte. Ja, in der Hälfte der Staaten der USA kann man ja praktisch nicht mehr legal abtreiben. Das sind also sehr erfolgreiche Strategien und die Tatsache, dass sich jetzt das Augenmerk so stark auf den Klimaschutz richtet, sollte uns da wirklich sehr zu denken geben. Zu KI-generierter Desinformation fehlt mir noch so ein bisschen die empirische Information. Das ist sehr gefährlich, weil es natürlich grundsätzlich möglich ist, Desinformation in riesigen Mengen sehr schnell zu erstellen mit KI. Und das kann praktisch jeder. Deswegen ist das eine riesige Gefahr. Man braucht also keine Trollfabriken mehr irgendwo in Osteuropa oder in Russland oder so, sondern das kann im Prinzip jeder zu Hause machen. Deswegen ist potenziell die Gefahr riesig groß. Ich weiß allerdings auch, dass die Europäische Kommission gerade sehr viel Druck auf die sozialen Netzwerke macht, gerade bei KI-generierter Desinformation anzusetzen und das zu stoppen. Allerdings ist es gesetzlich im KI-Gesetz, was gerade im Trilog ist, also in den Endverhandlungen, was jetzt wahrscheinlich noch bis Anfang nächsten Jahres verabschiedet wird, so, dass es nur eine Kennzeichnungspflicht gibt für KI-generierte Inhalte. Und da bin ich sehr skeptisch, ehrlich gesagt, weil Menschen solche Kennzeichnungen ja gar nicht wahrnehmen. Also das Bild arbeitet ja trotzdem in unserem Gehirn
auch wenn irgendwo ganz klein drunter steht, übrigens, das ist gar nicht wahr, sondern ist KI generiert. Ne? Also ich glaube, ich kann da noch keine abschließende Bewertung machen. Das kann sein, dass man das stoppen kann, weil die sozialen Netzwerke selber nicht wollen, dass sie komplett überschwemmt werden mit KI-generierten Inhalten. Allerdings gab es vor einigen Jahren mal diese Facebook-Theorie, dass man mit Hass und Hetze auf Hass und Hetze doch mit Gegenrede, mit KI-generierter Gegenrede reagieren sollte, ja, was ich total abstrus fand. Also ich weiß es nicht. Das ist so die Situation, die ich jetzt sehe, aber vielleicht hat Jenny da neueste Tendenzen zur Klimadesinformation spezifisch durch KI. What I would say about AI in general is that. Also ganz allgemein zu KI, so, es wird derzeit sehr als Gefahr dargestellt, dass man komplett das neues Universum damit herstellt. Ich würde aber eher sagen, das wird nur die Gefahren verstärken, die es sowieso schon gibt. Also die Eingangsbarriere wird damit herabgesetzt von Leuten, die schlechte Aktivitäten durchführen. Man kann auch ohne KI dies machen. Man muss natürlich technisch sehr versiert sein. Man braucht gewisse Tools jetzt noch oder vorher brauchte man die. Also die Anzahl der Leute, die dieses Verhalten an den Tag legen können, ist geringer. Aber selbst jetzt, das wird jetzt sehr dezentralisiert und demokratisiert schon seit 2016. Als früher noch Schattengruppen irgendwie in der im Umfeld des Kremlins dann irgendwie Informationskampagnen durchgeführt haben. So sieht die Realität 2023 nicht mehr aus. Die meisten Leute, die meisten hier in diesem Anruf, könnte schon eine virale Desinformationskampagne durchführen und das selbst ohne ChatGPT. Aber natürlich kann man das noch schneller machen und in größeren Mengen. Und das erlaubt jetzt KI und man kann dann ChatGPT sagen, wir haben jetzt diese Verschwörung mit dem Forum auf Klima, zum Klimawandel. Wir möchten jetzt, dass Tausende Informationen generieren für Gen Z, Publika, zu Yoga-Leuten, Yogis, auch oder Leute, die der Rechten oder auf Gaming und Chatby kann dann das maßschneidern, passgenau herstellen für das jeweilige Publikum. Da sehe ich also die größtes Risiko derzeit, die Barriere ist, jetzt wird KI nicht zur falschen Behauptung benutzt, zum Herstellen oder von Bildern, die nie geschehen sind, sondern emotionale, grafische Bilder, die diese Verschwörungstheorien stützen, die sehen dann aber nicht real aus, eine Animation. Also vollkommen falsche Behauptung. Und da gibt man nur noch ein bisschen mehr Farbe und einen emotionalen Resonanzboden. Dann gab es einige besorgniserregende Beispiele. Mehr Misstrauen in Institutionen zu schüren, wo Leute Dinge sagen, die nie geschehen sind. Also Audiomanipulation und visuelle Manipulation, ein Beispiel vor kurzem. Wo man ein Interview zwischen Greta Thunberg und dem britischen Frühstücks-TV gesehen hat. Also eine Art Video-Interview, wo sie dann sagte scheinbar, Hamas und Israel sollten ökofreundliche, umweltfreundliche Bomben doch einsetzen in diesem Konflikt und sie hätte Waffenhersteller dazu angespornt, Net Zero Munition herzustellen. Das wurde dann sogar viral auf den sozialen Netzwerken. Und man hat dann natürlich bestehende Tonaufnahmen von ihr benutzt, um dies zu verfälschen. Und da sehe ich eher die Gefahr bei KI, weil es solche Videos eben jetzt schon gibt, dass man dadurch den Glauben in Informationen noch schwächt. Die Leute können nicht mehr unterscheiden, was ist real, was ist nicht real. Man kann sagen, das sei KI und dann ist es nicht KI. Also dadurch bricht
die gesamte Realität zusammen und die Fähigkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Vielen lieben Dank, Jenny. In Anbetracht der Zeit, wir haben 4:02, schließe ich jetzt eigenmächtig unseren Chat. Wir haben noch 2, 3 Fragen gehabt, aber wie gesagt, Sie können das auch gerne per E-Mail an mich schreiben. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren SpeakerInnen für ihre Zeit bedanken. Ich möchte mich bei denen bedanken, die hier gerade zuschauen und tatsächlich auch so tolle und fleißige Fragen gestellt haben. Das war wirklich auch für uns, die Organisierenden, ganz toll zu sehen. Ich möchte mich noch an unser tolles Team bedanken, an Anna und Johan aus dem Büro Brüssel für die Technik, aber auch an unseren Technik-Support und an die übersetzenden Personen. Und ich hoffe, dass Sie einen großartigen Nachmittag haben und wir Sie bei unseren nächsten beiden Veranstaltungen, moderiert von meinen tollen KollegInnen Zora Siebert und Ferhan Meyer, wieder begrüßen dürfen. Mich freut es sehr, auch wieder Alexandra hier haben zu können. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen, vielen lieben Dank.